Sonnenblümchen. Das hat ein voll schönes Licht dran, oder? Ja, und es, cool. Das hat mir auch einer bei YouTube empfohlen. Ja. Gesagt, kauf dir so einen Strahler, der ist jeden Cent wert. Ja. Weil wie gesagt, das viereckige, oder dass du es halt so in dieser viereckigen Formation hast, in dieser einzelnen LEDs, dadurch kriegst du das halt gut hin. So, Fungabunga. In den 80er Jahren gebaut, Anfang der 80er Jahre und 94 mit Abzug der Truppen aus der ehemaligen DDR aufgegeben. Und hier erkennst du diese Farben, gell? Erkennst du das? Diese Farben? Die Wände. Was ist denn das? Ja. Hier habe ich Partei getagt. So sieht es zumindest aus. Hier ist dann so ein Kommandoraum. Gehen wir dann später nochmal rüber. Ist einmal durch. Aber der Boden top, ne? Alles top hier. Hey. Ey, seht ihr? Eieiei. Wer weiß, was da gelagert war. So eine Durchreichetür. Jetzt dreht sich sogar hier. Es schallt auch sehr. Hier wurde halt quasi Westdeutschland abgehört und das Ganze wurde dann eben ausgewertet. Das ist eben der damalige Klassenfeind. Sind auch noch so diese typischen Schalter oder was ist das? Sehr wie eine Klingel, ne? Wer es weiß, sagt es mir bitte. Hier ist zu. Prüfen wir mal, ob das abgeschlossen ist. Hier ist der Boden halt schon weicher. Müssen wir mal aufpassen. Ja. Keine Kosten und Mühen gescheut hier. Übelst aufpassen, das sind alles nur Platten. Der drunter ist Draht. Und eine Bürste. Ja, da haben die Kabel lang gelegt. Ist eigentlich clever, gell? Und dann ist es ja egal, aus welchen Dingen das rauskommen lässt. Waren bestimmt dann so Bildschirme drin, aber. Und hier auch wieder. Geht's echt noch weiter.
Das ist das Tor, was ich meine. Aber wo ist, ey, wo ist dann das? Da müssen wir außen drum herum. Ich will wissen, wo das. Hey, wir waren doch draußen an diesen anderen großen Toren. Da hast du doch das nicht. Hier. Das gibt's doch nicht. Vorsichtig sein. Ist für Fahrzeuge, würde ich sagen. Diese vielen Pins. Autsch. Richtig so Rampe noch. Konnten die Fahrzeuge entladen werden. Das, was man so braucht. Hier wieder aufpassen, die Platten. Aluminium. Aber wie clever, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Decken abgehangen haben. Und hier oben ist noch ein höherer. Ja. Das haben die damals schon richtig so abgehangen, ne? Professionell. Ja. Dafür, dass sie angeblich immer nichts hatten, ja, haben sie das aber gut gemacht. Und auch sehr hoch die Räume. Das sind nur 3,5 Meter. Die waren. Hier auf den Hauptweg. Hier die Fototapete. Fototapete. Wahrscheinlich Küche. Oh Mann, wie schneide ich nur das Video? Vielleicht lasse ich es auch einfach laufen. Ihr sollt keinen Eindruck. Also ihr sollt alles mitbekommen. Alles vermittelt bekommen. Weil wenn ich da was schneide, großartig, dann kann ich euch das ja nicht so vermitteln. Tanks, Wasser.
ganze Luftaufbereitung, Filter. Und da geht's dann, wird die Luft in die Schächte geblasen, beziehungsweise von drüben sogar angesaugt.